sich drehende Buchstabe. Eurovideo Medien. Telalik Entertainment. So, herzlich willkommen bei Fire, dem neuen Spiel von Telalik Entertainment, den Herstellern von Edna Brechthaus und Deponia. Ich habe mir dieses Spiel schon mal bei Gronkh im Livestream angeschaut für ein Level. Es hat mir so gut gefallen, dass ich mir dann direkt geholt habe, noch bevor es released war. Weil mir die Musik gerade etwas zu laut ist. So, Einstellungen stimmen. Dann schauen wir uns doch mal direkt an. Nehmen wir den ersten. Und weiter. Ein Höhlenmensch auf der Suche nach Feuer. Ja, ich habe Feuer. Feuer ist was Schönes. Und was war das jetzt? Dann schlafen wir mal eine Runde. Hey, das Feuer ist aus. Der sieht nicht glücklich aus. Überhaupt nicht. Okay, wir suchen also Feuer. Das tut weh. Aha. Hallo? Der Apfel blinkt so. Ich komm nicht ran. So, das heißt, ich muss irgendwie da rankommen. Der Cursor blinkt auch so schön, wenn wir irgendwas haben. Ich würde ja normalerweise irgendwie ein Blatt nehmen oder irgendwie einen Ast oder so. Und einen Stein hochwerfen, aber irgendwie. Okay. Gab es hier vorne was? Ah! Das ist also quasi die Hilfe mit Leertaste. Okay. Ja, dann nehmen wir auch mal den lieben Knochen. Den Knochen werfen wir jetzt. Hey! Okay, Knochen alleine reicht nicht. Aber ich kann ja mal dran ziehen. Wenn ich jetzt nochmal werfe, da sich jetzt verändert hat, ob sich da jetzt auch wieder verändert? Ein ausgeschissener Knochen. Was haben wir eigentlich für Augen im Kopf, hier oben in den Haaren? Okay. Schauen wir mal im nächsten Bild nach. Dreizack. Das schmeckt nicht. Das schmeckt definitiv nicht. Ja. Schade, ich dachte jetzt eigentlich, ich kann den Dreizack ja benutzen für die Schlange. Das tut überhaupt nicht weh. Nein, überhaupt nicht. Nein, verdammt. Das Spiel verspricht schon richtig spaßig zu werden. Aber zumindest können wir jetzt den Apfel abwerfen. Ich habe da keine Ahnung, was ich mit dem Apfel tun soll. Er hat Hunger. Gott. Das war ein psychedelischer Apfel. Aha. Oder ein hypnotischer Apfel. Der große Baumgeist spricht mit uns. Wenn er Hase machen, ist Mohanen.
Ja, genau. Was wahrscheinlich so viel hieß wie... Was so viel hieß wahrscheinlich wie, bring mir meine Glühwürmchen wieder, ja? Dann kriegst du auch Feuer oder so. Oh mein Gott. Miam, miam. Augenschaft, miam, miam. Ja, ich habe einen Apfel gegessen. Blunga 1. Ich glaube, ich muss Münzen sammeln. So. Hier kann ich nichts mehr machen. Da ging auch nichts mehr. Schauen wir mal weiter. Und da muss ich jetzt irgendwie rankommen. Wie bin ich da jetzt bitte rangekommen? Ich komme nicht an das Teil um, aber ich kann an dem Table ziehen. Ja, ja, das ist... Aber ich finde die Animation schön mit dem Fragezeichen. Wenn ich jetzt nochmal ziehe, ist wieder oben. Ach so, das verändert sich. Halt, ich kann jetzt hier drauf. Ziehe ich nochmal. Dann kann ich hier drauf. Und da komme ich nicht hoch, richtig. Und rüber und hoch. Oder so ähnlich. Hallo, Glühwürmchen Nummer 1 ist da. Portalwächter sind das. Und Boga 1. Tolle Errungenschaft. Aber es bleibt zumindest im Stil. Das ist schön. Ah, okay. Das sind die Level. Da gab es noch eine Münze. Ich gehe die Münze suchen. Die muss ja irgendwo vor der zweiten sein. Die zweite war ja im mittleren Feld. Das mache ich aber auch nur einmal. Weil ich muss die ganzen Level ja neu durchspielen. Hey! Den nehmen wir. Achso, Moment. Ich muss ja erst einmal werfen, damit der Schwanz rausschaut. So. Da ist der Schwanz. Dann nehmen wir Dreizack und zurück. Pinnen ihn fest. Einmal Knochen. Einmal werfen. Und essen. Willkommen beim psychedelischen Trip des Baums. Den ich auch nicht abbrechen kann. Gut, schauen wir uns das Ganze halt nochmal an. Aber wo könnte dann denn der erste sein? Im ersten Abschnitt. Wobei der zweite war, also der zweite, sprich hier beim Baum, war ja auch nicht versteckt. Das heißt, müsste ich wahrscheinlich einfach nur nach links rüber gehen. Na, wir werden sehen. So, die Münze hatte ich ja schon. Süß.
Achso, mittlere Maustaste funktioniert auch. Okay. Wo könnte denn dann? Hier soll ja noch einer versteckt sein. Aber ich wüsste jetzt nicht wo. Nö. So viel zu meinem Vorsatz. Ich gehe die andere Münze suchen. Wahrscheinlich kann ich die erst dann suchen, wenn ich irgendwas anderes habe oder so. Wie in anderen Spielen, quasi so, dass ich das Ganze nochmal machen muss. Wobei, verändert sich, wenn ich hier was verändere, auch hier vorne was? Nö. Gott, dann spielen wir das nächste Level. Also einmal rüber, einmal drauf, ziehen. Aber wo könnte denn dann die dritte Münze sein? Keine Ahnung. Na, schauen wir mal. Ich um meine Ideen.